Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es von mir das altbekannte Bombette von Weco Feuerwerk. Und zwar, wir haben hier eine große Mischung an verschiedensten Fontänen, Böllern und Batterien. Hier Kometensturm, die Kalimbo Zerleger Batterie natürlich. Hier die alte bekannte Aquila, ist ja auch die Poison. Wir haben hier auch Böller mit drin. Ich möchte das Set einfach mal wieder testen und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus und schauen uns das mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Gibt es jedes Jahr bei Lidl für 29,99. Bombette! Ein neuer Test. Wir machen erstmal die Böller. Riesen China Böller D. Lady Cracker 400. Die Lady Cracker wie immer auf Schlag, weil es sonst einfach zu langweilig ist. So, los geht's. Ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Dann machen wir riesen Schiederböller, die bekanntlich in diesen Sets sind die immer ein bisschen besser. Wenn sie eine Zündschnur hätten. Da ist eine dran. Wow. Ja, die sind gut. Ich sagte ja, in diesen Sets sind die Böller immer ein bisschen besser. Ich weiß es nicht warum. Ich verstehe es selber nicht. Ja, also die sind gut. Die sind wirklich gut. So, dann Super Böller 2. Auch relativ gut, muss man sagen. Ja, wirklich gut. Also kein Schmarrn, die Sachen in den Sortimenten, die Böller sind einfach besser. Ich verstehe es nicht. So, dann machen wir den Kometensturm. 100 Schuss. Kometenbatterie, sagt der Name schon. So, let's go. Ihr mitgezählt? 100 Stück. Ich glaube, es waren bei mir 86. Joke, ich habe natürlich nicht mitgezählt. So, dann machen wir... Oh, ich kann mich erinnern, in meinem ersten Test, die dicke Bertha, die ist umgekippt. Heute werde ich das Unmögliche möglich machen. Die dicke Bertha sichern. Ihr wisst, es gibt die dicke Bertha auch als Batterie. Schreibt in die Kommentare, welche Batterie das ist. Casino Royale. So, dicke Bertha. Bertha, komm! War's das schon? Ja, Bertha! Also, das habe ich nicht erwartet. Beim nächsten Mal ein bisschen länger, bitte. War doch schön. So, dann haben wir Double Star. 7 Schuss, 2 Stufen Batterie. Schön. Schütze.
genau wegen dem Ende muss man sie sichern, weil die kippt euch safe um. Ist so. So, dann haben wir der Zauberwürfel, der ist nice, der gibt so einen echt coolen Sound ab. So ein Brummen, finde ich. Ich mag das mega gerne. Also der Zauberwürfel. Schauen wir mal, was der uns zaubert. Aua! Komm, mach's. Ich meine, der hatte früher immer so ein echt cooles Geräusch, so ein Brummen. Aber irgendwie. Hä? Ich glaube, da haben nicht alle Dinger gezündet. Oder doch? Nee. Doch, haben sie. Okay, merkwürdig, keine Ahnung. So, dann haben wir Blizzard Star, 15 Schuss. Okay, hä? Es waren doch jetzt nicht 15 Schuss, oder? Nee. Sind nicht alle gezündet. Komisch. Ja. Dann machen wir Highraiser, Pfeif- und Leuchtwirbelbatterie. Das nervt mich jetzt, dass die nicht alle gezündet haben. Hoffentlich funktioniert die besser. Ach nee. Okay, das. Okay, funktioniert irgendwie nicht richtig, diese Heulerbatterien. Hä? Das dürfte eigentlich nicht sein. Komisch. Gut, dann machen wir Flower Power. 12 Schuss. Funktioniert du. Okay, die hat funktioniert und am Ende hat sie den Rest der Lunte einfach weggeschossen. Okay, alles klar, wenigstens hat die funktioniert. Dann machen wir weiter mit Feuersturm und Feuersturm. Zweimal noch. Und dann kommen wir zu den Zerlegerbatterien. So, die erste Feuersturm.
Ja, kam ziemlich schnell. Hat mir aber gefallen. Und dann die zweite Feuersturm. Gleich hinterher. Ja, also die Artikel scheinen gut zu funktionieren. Die einzigen, die nicht richtig funktioniert haben, waren leider die, ja, die mit dem Pfeifaufstieg, mit den Heulern. Aber gut, manchmal ist es halt so beim Feuerwerk. Funktioniert nicht immer alles. Ach, wir haben hier sogar noch ein römisches Licht. Das habe ich total übersehen. Machen wir das auch noch eben. Schuss. Boah, das Teil hat Druck. Okay. Dann machen wir die zwei Highlights in dem Set. Aquila, das ist auch die Poison und die Kalimbo. Die machen wir als Finale. Machen wir jetzt erstmal die Aquila. Okay, Leute, dann Aquila. Viel Spaß. Boah, der letzte ist ziemlich weit unten zerlegt. Aber kräftige Zerleger für so eine kleine Batterie. Ja, und dann kommen wir zum Finale, der Kalimbo. Mega schön. Mega, mega schön. Also, das Bombette ist für mich immer noch mein Lieblingssortiment aus den Discountern. Ich finde, die 30 Euro lohnen sich. Es haben lediglich die Heuler-Batterien nicht richtig funktioniert. Aber der Rest hat mir sehr gut gefallen und ich finde dieses Set immer noch sehr gut. Dann danke fürs Zuschauen.